Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Sonntag, den 3. März 2024. Gleich zu Anfang, ich habe jetzt vor dem ganzen Ding hier etwas ganz Besonderes gemacht, was ich noch nie gemacht habe, mit in Verbindung mit meinen Karten und Orakelkarten, wo ich ja auch eine Menge habe. Ist jetzt schon aufgenommen, erinnert gerade, werde ich aber erst das hier rausschicken und dann das andere, weil das dauert länger, bis es oben ist. Das ist so ein Orakel, ziehe deinen Stapel und lass dich überraschen. Gefällt mir gut, hat mir richtig Spaß gemacht und ich würde alle bitten, die ihr das anschaut, sagt mir, was ihr davon haltet. Ich muss das wieder wegtun, weil es sonst wieder so hell ist. Denn habe ich noch nie gemacht, weiß ich gar nicht, ob das euch erreicht, ob das was für euch ist und so weiter. Aber mir hat es wirklich Spaß gemacht. Bin gespannt, was ihr sagt dazu. So, jetzt haben wir erstmal 3. März. 3. März, wir haben den Körper, okay. Und die Unordnung im Körper. Also eine körperliche Unordnung, das kann anfangen von Schnupfen über Muskelkater, aber auch Unwohlsein oder, ach was weiß ich, irgendwas, was im Körper halt nicht ganz so ist, wie es sein soll. Vielleicht hast du schon länger, vielleicht bleibt es länger, aber jetzt hast du auf jeden Fall schlaue Ideen dazu. Also hier geht es rund um deinen Körper. Und das bestimmt praktisch alles. Du kriegst deine Zeit unregelmäßig. Keine Ahnung. Also es kann wirklich von ganz was Kleines bis ganz was Großes sein. Es kann auch was Körperliches sein, wo du eine körperliche Tätigkeit machst, schon länger oder machen sollst, was dich unruhig macht, was du eigentlich nicht möchtest. Hier steht zum Beispiel der Garten wieder an, jetzt sollst du schon wieder rausgehen, umgraben und was weiß ich, schneiden und keine Ahnung. Hast du überhaupt keine Lust dazu, auch das ist, wo der Körper sagt, nee, ich will nicht, auf jeden Fall hast du so oder so hier eine schlaue Idee. Jetzt gucken wir mal, inwieweit die sich, wie die heißt so. Ja, es geht hier rund um dein Heim, um das, dass du dich wohlfühlst. Kann auch sein, dass du eine Arbeit körperlich beansprucht bist und dich daheim dann nicht mehr so wohl fühlst, weil du gestresst bist, weil du kaputt bist, ausgelaugt und sowas auch nicht mehr willst, dass praktisch deine körperliche Schlappheit dich zwingt, daheim diese Unordnung zu lassen, vielleicht diese ist, oder nicht so zu sein, wie du willst. All das ist hier drin, das müsst ihr euch selber deuteln, wie das für euch ist. Und hier kommt etwas raus, was die ganze Zeit eigentlich schon sichtbar war, du aber nicht gesehen hast. Diese Unordnung hat dich die ganze Zeit schon aufgeregt und jetzt kommen schlaue Ideen, Gefahren. Ja, was soll ich jetzt davon halten? Jetzt kommt die Wahrheit. Wie ist die Wahrheit? Ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Hier ist noch keine Wahrheit drin, die ich euch erzählen kann. Es geht bloß darum, dass du wahrscheinlich schon eine längere Zeit etwas tust, was auf irgendeine Art und Weise Unordnung bringt durch den Körper. Sei es darunter Stress gehst, daheim nicht das bist, was du eigentlich sein möchtest, sei, dass du körperliche Probleme hast. Es kann auch hier sein, dass du einfach ein sehr aufgeregter Mensch bist, ein Mensch, der gerne in die Luft geht, der sich gerne über alles Mögliche aufregt und deswegen andauernd Unordnung, Unruhe verspürt, schon lange Zeit. Auch hier kommt die Wahrheit raus. Und durch diese Wahrheit kriegst du eben schlaue Ideen. Jetzt schauen wir mal, wo die Wahrheit herkommt. Jetzt bin ich ja gespannt, was hier die Wahrheit sagt. Aktiver Fluss. Mut. Zauberin. Ah, okay, ich weiß, um was hier geht. Sorgen. Es ist der aktive Fluss. Und zwar, in dem Fall ist es der aktive Geldfluss, der aktive Fluss der Liebe, der aktive Fluss der Besitzes, der aktive Fluss des Geldes, des Angesehenseins, des was weiß ich was. Hier geht es um etwas, was schon sehr, sehr aktiv in dein Leben andauernd fließt. Sei es, du brauchst von außen immer die Bestätigung, dass du gut bist. Das ist ein geringer Selbstwert zum Beispiel. Wenn der andauernd in dir fließt, ist hier andauernd Unordnung, denn nicht jeder sagt dir andauernd, wie toll du bist. Aber du musst das ja immer wieder die Bestätigung kriegen, dass du es bist, weil du den Selbstwert nicht hast, oder andauernd die Bestätigung kriegst, dass du es nicht bist, was du gerne sein wollen würdest und dein Leben dadurch in Unordnung kommt. Kann aber auch, dass das Geld, dass du deswegen viel arbeiten musst,
und so weiter. Es kann aber auch sein, dass diese ganzen Sorgen, die oben drüber liegen, schon so fließen in dein Leben, dass es eben Einfluss hat auf dein Heim, Einfluss auf deine Gesundheit und so weiter. Und das wird dir jetzt klar. Also hier kommt ein Geistesblitz, sage ich jetzt mal, mit schlauen Ideen, warum ist mein Leben oder mein Körper so in Unordnung? Also auch das Leben, also was ich um mich herum in Unordnung habe, sei es, weil ich keine Zeit habe, oder. Du wirst jetzt den tieferen Grund erfahren, wenn du es erfahren möchtest, wenn du jetzt da mal tiefer schaust. Das ist immer dein Tun. Also es kommt jetzt nicht zu dir geflogen oder zu den wenigsten, aber es kann zum Beispiel eine Plakatwand sein. Mach mal mehr Urlaub, die dich einfach auf die Idee bringt. Ja, Urlaub wäre schön, dann könnte ich daheim mal wieder groß rein machen, sauber machen. Warum kann ich es nicht? Weil ich keinen Urlaub habe, weil ich dem Geld hinterherlaufen muss und. Und wenn dir das klar wird, kommt hier eine schlaue Idee, wie es weitergeht, ohne dass du dieses Hamsterrad, das du hier seit ewigen Zeiten oder seit längerer Zeit schon magst, weiterführen musst. Oben drüber, die Grundenergie ist die Sorgen, das heißt, das machst du alles wegen Sorgen, wo auch immer diese Sorgen herkommen und wo auch immer die Sorgen gelagert sind, sei es in der Partnerschaft, sei es in deinen eigenen Glaubenssätzen, sei es in der Außenwelt oder. Du hast jetzt den Mut, dorthin zu schauen und durch diesen Mut kriegst du hier die Zauberin und das ist die Oberkarte, die hier wirklich sagt, du kriegst Situationen, Ideen, Menschen oder in dein Leben gebracht, die kommen in dein Leben, die dir eine Lösung, eine schlaue Idee geben können, wenn du sie annimmst. Also hier ist eigentlich eine Lösung deines Problems, nur du musst den Mut haben, dein Problem erstmal anzusehen. Wo ist dein Problem wirklich gelagert? Also kann daheim sein, kann in... Ja, das kann ein Kinderwunsch sein, das kann ein Partnerwunsch sein, du bist jetzt ohne Partner, also dein Leben ist in Unordnung, weil du ohne Partner bist, weil ich bin der Meinung, die meisten Menschen möchten Partner, das liegt in der Natur des Seins, nicht allein zu sein, sich austauschen zu können, also jeder möchte einen Partner, muss jetzt kein Liebespartner sein, aber doch einen Partner an seiner Seite, das kann einfach Unordnung bringen in dein Leben, weil Ordnung ist was anderes. Ordnung ist etwas, wo ich mich wohlfühle. Und wenn ich mein Leben nicht wohlfühle, mit so wie es ist, ist es unordentlich. Ist egal auf welche Weise. Sei es, dass du den Garten in Ordnung bringen musst und überhaupt nicht willst, weil du körperlich auch nicht kannst, auch das ist hier drin. Oder eben deine Kinder nicht so versorgen kannst, weil immer Aufregung ist, weil du keine Zeit hast. Es ist auch keine Zeit, Unordnung mit der Zeit. Das ist die Zeit geht da aus. Du hast gar nicht so viel Arme, wie du Arbeit hast und so weiter und so weiter. Das kann sich also wirklich auf alles beziehen, auch auf die Arbeit selber, körperlich arbeiten oder eben, da ist so viel Unordnung in der Arbeit, dass du auch sagst, du hast so viel Arbeit, du weißt gar nicht mehr, wo du hinschauen sollst, weil eben, keine Ahnung, die anderen körperlich krank sind oder nicht können oder was weiß ich. Egal um was es geht, hier heißt es hinzuschauen, warum ist es wirklich in meinem Leben. Und wenn du diese Sorge rausfilterst, kommst du auf den Grund. Also wenn es jetzt Geld, ich brauche das Geld, dann musst du dich nicht mal fragen, warum verdienst du in deinem Job nicht so viel Geld, wie du möchtest. Dann kommen natürlich so oberflächliche Antworten wie, ja, ich habe ja nichts gelernt, deine Verkäuferin verdient halt nicht mehr oder. Dann musst du dich mal fragen, ja, ist egal, was ich bin, ich habe Qualitäten, die ich hier in den Job einbringe. Warum ist es das nicht wert? Da ist es oft selbst wert. Also sich selbst unter dem Scheffel zu stellen, sich selber zu sagen, ich kann ja nichts oder, weil ihm das von außen so beigebracht worden ist. Und wenn du diesen Selbstwert, der eigentlich diese Sorgen auslösen, weil du durch diesen Selbstwert ja keinen anderen Job kriegst, weil du meinst, du kriegst keinen anderen, wenn du den mit Mut angehst, dein Selbstwert erhöht, kriegst du Situationen. Dann wirst du vielleicht eine Situation kriegen zu deinem Chef und du sagst, hey, lieber Mann, mit dem Geld arbeite ich ja nicht mehr weiter, ich leiste so viel, ich gebe ganzen Einsatz und sie wissen ganz genau, ohne mich würde XY überhaupt nicht laufen, so nicht mehr. Oder halt lieber ausgedrückt, feiner ausgedrückt. Oder keine Ahnung, was für Ideen da kommen. Das kommt in dein Leben und du wirst auch damit Erfolg haben und damit einen großen Teil deiner Sorgen loswerden. Das ist für den Sonntag angesagt, sich darüber mal
Gedanken zu machen, denn hier kommt wirklich die Wahrheit. Die Wahrheit, was liegt unter deinen ganzen Problemen? So, weltliche zu Ende, wir kommen zum Spirituellen. Und da mag ich jetzt erstmal reinschauen. Energien für morgen. Ja, Heilungsenergien. Ganz viel Heilungsenergien, okay. Wirken sich aus. Okay, hier wird mir eigentlich gezeigt, der eine liegt im Bett und schläft den ganzen Sonntag, der andere spielt gerade Tennis, erholt sich unterm Tun, ist egal was du magst, diese Energie wird morgen heilen, dich heilen, deine Weisheit hervorbringen, das was in dir schon lange fließt, wirst du jetzt zum Hervorbrechen kriegen. Hier ist dein Stirnchakra, was dir, wo deine Gaben drin sind, die dir jetzt wirklich Mut geben, es einfach fließen zu lassen. Hier kommen Gaben raus, die du lange Zeit unterdrückt hast. Sehr viel körperliche Gaben, die du durch den Körper spürst. Das kann aber auch sein, dass du da morgen Bauchweh hast, zum Beispiel. Du hast Bauchweh und legst dich hin mit der Wärmflasche, was jetzt Heilung bringt, was Erleichterung bringt. Und in diesem Tun, wo du in deinen Körper schaust, warum habe ich denn eigentlich so viel Bauchweh, auf einmal Ideen kommen. Ja, ich muss ja morgen wieder in die Arbeit. Oder das ist so schwer. Oder. Dass du so dadurch da reinkommst. Oder du spielst Tennis und fühlst dich wohl und auf einmal kriegst du einen Geistesblitz. Also das passiert, wenn man in sich ruht und wenn man zum Beispiel jetzt Tennis spielt oder einen anderen Sport macht und da wirklich bei, da ist man bei sich. Beim Gruppensport jetzt nicht so, obwohl es auch sehr, ja, aber lass mal beim Einzelsport, da bist du bei dir, du bist zwar bei dem Tennisball und bei dem Schläger vom anderen, wie sich der bewegt, aber trotzdem bist du bei dir, weil du musst sofort reagieren, also ganz, ganz spontan sein, also du musst ganz in dir ruhen und da kann sein, dass bei dieser Tätigkeit kurz danach, vielleicht auch währenddessen, das weiß ich nicht, das hatte ich noch nie, aber kurz danach, wo du loslässt, aber dieses bei dir sein jetzt ganz prägnant war, durch das Loslassen auf einmal eine Idee kommt, dir weitest ins Auge fällt oder. Also ich habe da verschiedene Variationen gekriegt, je nachdem, was du tust. Also du kannst auch nur spazieren gehen und es genießen und dann siehst du ein Eichhörnchen und dann fällt dir auf einmal irgendetwas ein. Also das wird dir zufallen. Das ist eine absolute Heilenergie, die deine eigene Weisheit hervorruft, die den Körper durchströmen lässt mit Grün. Also wenn ich da jetzt genau hinschaue, was mein Körper tut, sehe ich lauter Adern, also deine ganzen Adern, die aber jetzt grün unterlegt sind, wo das Blut die Heilung einfach weiter befördert in allen Ecken deines Körpers. Ich kriege hier noch, muss das aber auch annehmen, also du musst das als Weisheit sehen und das fließen lassen. Brauch vielleicht Mut, weil ich weiß es von mir zum Beispiel, dass wenn ich Heilenergie fließen lasse, mir absichtlich, dass ich dann wirklich mir auf einmal die ganzen Knöchel hier wehtun. Ich lasse die Heilenergie fließen und die tun richtig weh. Sie trotzdem weiter fließen zu lassen, weil ja gut, ich hatte dann immer einen Glaubenssatz, der sagte, Heilung tut weh. aber trotzdem, es ist eine Reaktion auf diesen Heilfluss, wo der Körper im ersten Moment sagt, oh, was kommt denn da, das wollen wir nicht, Hilfe, Hilfe. Also hat auch mit der eigenen Körperlichkeit was zu tun. Kann auch sein, dass du, wenn du die Weisheit hast, es wirklich in deinem ganzen All-Eins fließen lässt, also in Körper, Geist und Seele, dich nicht nur auf den Körper konzentrierst, sondern auf alle anderen Körper, die du hast, sei es der Seelenkörper, sage ich jetzt mal einfach so, sei es deine Chakren oder deine Aura oder was weiß ich, Emotionskörper und schieß mich tot, was für Körper da alles rumsense. Also wenn du das Ganze mal ein bisschen differenzierter beobachtest, also du merkst jetzt deinen Bauchweh und hast die Konzentration auf deinem Bauch und jetzt erweiterst du das Ganze mal und sagst, was liegt denn über dem Bauch, zwischen Bauch und Wärmflasche oder über der Wärmflasche, ist auch noch mein Körper. Oder neben meiner Hand spüre ich, wenn du ganz entspannt bist und deine Hand irgendwo liegen lässt und dich darauf konzentrierst, kann es
Nein, ist es auch so, dass du, wenn du es möchtest, merkst, dass deine Hand auf einmal auch neben dir liegt. Die kann auch ganz woanders liegen, die kann auch auf einmal auf deiner Brust liegen. Das ist auch deine Hand, das ist bloß die Astralhand. Die kann, also die spürst du auch. Wenn du es, mir ist schon passiert, ich habe das eben im Bett zelebriert und die Hand lag irgendwo und ich spürte, wie meine Hand rausging und immer so machte. Aber nicht die Hand, die blieb immer noch liegen. Also die echte Hand blieb liegen, aber die Astralhand hat immer so gemacht. Also es war ganz lustig. Auch das ist hier möglich, hier mal wirklich alle Körperebenen anzusehen und auch die Wirkung des Flusses, der morgen einfach für uns da ist, der eigentlich immer da ist, aber morgen verstärkt da ist, dir eine Weisheit bringt und dir wirklich den Körper diese Unordnung, diese Aufregung nimmt, indem er eben hier was fließen lässt. Und hier ist die Zauberin, die dir wirklich die Möglichkeit gibt. Es ist aber auch wieder den Mut, dahin zu sehen. Den Mut, mal den kurzen Schmerz oder das Unwohlsein, weil es anders sich anders auf einmal anders anfühlt oder du dann Angst kriegst, was habe ich denn da? Oder keine Ahnung, weil du jetzt ganz spirituell schon gehört hast, es gibt so Vampire und was weiß ich und du spürst jetzt auf den Schultern auf einmal eine Schwere, dass du auf einmal Angst hast, da sitzt jetzt irgendeine Krake rum oder keine Ahnung was. Nein, lass das einfach mal. Hab den Mut, da weiter hinzusehen. Schau, was das ist. Geh mal da hinein. All das, also du musst dir hier keine Sorgen machen. Diese Sorgen sagen einfach, das kann sein, dass du hier auf einmal Sorgen hast, das. Nein, musst du gar nicht. Du musst gar nicht haben, weil du musst von dem ausgehen, wenn du wirklich eine Krake auf den Schultern hättest. Dann hast du dich schon immer und hast du schon lang. Jetzt spürst du es halt mal. Deswegen ist die auch nicht mehr und wie wenig, weil die ganze Zeit war, die du es nicht gespürt hast. Das hat natürlich Unordnung in deinen Körper gebracht, ganz klar. Aber deswegen tut die jetzt auch nicht mehr. Also überhaupt nicht, nur weil du es jetzt entdeckst. Es ist aber auch so, und da kommen wir jetzt wieder mal wieder ins Eingemachte, wenn du jetzt irgend sowas merkst, was natürlich sein könnte, nur könnte, kannst du es natürlich auch wegmachen. In dem Moment kannst du, wenn du sowas spürst, kannst du es wegmachen. Und das ist etwas, wo ich sage, hab den Mut dahin zu sehen. Das tut dir nichts. Sobald du es gemerkt hast, kannst du ja gar nichts mehr tun. Und du kannst alles aus deinem Energiefeld rausschmeißen, aus deinem Körper rausschmeißen, was dir nicht gefällt. Sie können dir gar nichts. Und kann auch sein, dass du, wenn du dann genau hinschaust, merkst, das ist überhaupt kein Tier, kein Viech, kein irgendwas. Das sind einfach nur Energien, die schwer aus dir lasten. Da kannst du da reinspüren, die Mut haben, reinzuspüren und merkst einfach, das ist einfach tiefe Traurigkeit, die da über dir liegt. Dann kannst du mit der Traurigkeit erstmal arbeiten, die erstmal leichter machen und so weiter. Und dann vielleicht mal schauen, woher kommt denn überhaupt her. Das kommt dann alles von ganz alleine. Du musst aber den Mut haben, hinzusehen. Also es kann sowas sein, muss aber nicht. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, es könnte doch was ganz Böses sein, eine Krake oder was weiß ich was, die da auf deinen Schultern sitzt, du dir aber nicht sicher bist, macht nichts, schmeiß trotzdem raus. Schmeiß einfach raus, dass sie weg ist und dann geh in das Gefühl nochmal rein, ist die jetzt noch da oder ist das jetzt Überbleibsel oder ist das eigentlich der Grund oder. Also du kannst, selbst wenn jetzt du dich da täuscht und da sitzt nichts, kannst auch nichts verkehrt machen. Du kannst nichts verkehrt machen. Sicherheitshalber alles rausschmeißen ist nie verkehrt. Weil wenn es was Positives wäre, würdest du es erstens positiv fühlen und zweitens würde es wieder kommen. Also, kein Problem. Hier würde ich auch sagen, wenn du was rausschmeißt, dass du dann einen Schutz aufbaust, dass das nicht mehr kommen kann, dass du das diese Energie in Zukunft nicht mehr haben willst in deinem Feld. Das ist einfach nur ein Befehlston, das ist Befehle, ich befehle, ich bestimme, ich bin mein eigener Herr und alles andere muss drauf hören, weil du selbstbestimmt bist. Das ist ja das Schöne, wir können befehlen. Mach das mit Nachdruck, mach das mit Überzeugung. Weil genau so ist es nämlich, wir sind göttlich, wir bestimmen, was in unserem Leben ist. Also hier kommt eine Weisheit in unser All-Eins und das darf dann auch fließen. Du musst den Mut haben hinzuschauen, weil es eben sowas aufdeckt, was dir nicht so gefällt, was Unordnung bringt und so, kann dich auch aufregen, habe ich gerade erzählt. Aber im Endeffekt gibt es schlaue Situationen und die Zauberin sagt 1:1, es kann dir nichts passieren, du bist beschützt und alle Gaben helfen dir, um dieses Problem, was auch immer da kommt, zu lösen. Sei es spirituell, sei es weltlich. Also eine absolute Heilenergie für morgen, die Sorgen aufdeckt, ja, die vielleicht auch ein bisschen unruhig macht, ja, aber nichts großartig sein wird, wenn du einfach an deine Weisheit hörst,
Demut ist die Wahrheit. Der Fluss, der da kommt, mal anzusehen, weil der kann aufregen, der bringt ja auch Unordnung. Nicht jeder Fluss ist gut, weil wenn du einen wenigen Selbstwert hast, ich bin es ja nicht wert, ich kann ja nicht mehr, zum Beispiel in der Arbeit, dann ist dieser Fluss des wenig Selbstwertes ein Teil deines Lebens, wird andauernd in deinem Leben fließen, die ganze Zeit, lange Zeit, immer und immer wieder in allen Situationen. Du wirst auch nicht mehr Geld verdienen, weil hier der Fluss, ich bin es nicht wert, da ist. Natürlich musst du den Mut haben, da anzuschauen, aber dann verschwinden die Sorgen, weil du einfach ganz anders dastehst danach, wenn du den Selbstwert hast, wenn du dich da selber hochsiehst und weiter daran arbeitest. Das ist nicht keine Sache auf einmal, aber das kannst du immer wieder tun. Wirst du eine ganz andere Ausstrahlung haben mit der Zeit und auch ganz andere Leute anziehen. Die Leute werden dich anders sehen und dann wirst du auch ein anderes Auftreten haben und sagen, nee Chef, mit dem Schnutscherl mache ich das nicht mehr. Und du wirst sehen, dass sich alles im Wohlgefallen auflöst, weil es bei dir vorangeht. Gut, ich lege euch meine Orakellegungen ans Herz. Sucht euch einen Stapel aus, weil ich will unbedingt wissen, was ihr davon haltet und ob euch das gefällt. Bei mir hat es Spaß gemacht. In diesem Sinne sehen wir uns morgen. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link, da du da
kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.